Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten. Damit wir Zeit sparen und nachher lauter langweiliges Blabla vermeiden, ich bin Dr. Gregory House, wenn Sie wollen, auch Greg. Ich bin einer der drei Ärzte, die hier heute Dienst haben. Und jetzt nehmen Sie sich eine Akte. Dieser entzückende Sonnenschein ist Dr. Lisa Cuddy. Dr. Cuddy ist sowas wie die Leiterin des Krankenhauses und kann sich daher leider nicht um Sie kümmern. Ich bin ein gelangweilter, zertifizierter Diagnostiker mit der Spezialisierung Infektionskrankheiten und Nephrologie. Außerdem bin ich der einzige Arzt in dieser Klinik, der gegen seinen Willen hier arbeiten muss. Ist doch so, nicht? Aber keine Angst, in Ihrem Fall könnte die Behandlung auch ein Affe übernehmen mit einem Fläschchen Motrin. Und sollten Sie mir besonders auf die Nerven gehen, habe ich das hier. Das ist Vicodin. Es ist meins, Sie kriegen nichts davon. Nein, ich habe kein Schmerzbewältigungsproblem, ich habe ein Schmerzproblem. Aber wer weiß, vielleicht liege ich auch falsch. Ich bin nämlich zu stoned, um den Unterschied zu erkennen. Also, wer will mich? Und wer wartet lieber auf einen der beiden Kollegen? Okay, ich bin im Untersuchungszimmer, falls doch einer will. Jody Matthews? Hier. Bitte folgen Sie Dr. House ins Untersuchungszimmer Nummer 1. Es war gelb. Es war? Jetzt nicht mehr. Wie schade. Also, ich habe geahnt, dass Sie noch was anderes brauchen. Deswegen habe ich noch das hier. Ihr Schleim war gold, rutenblass. Sollte ich mir deswegen vielleicht Sorgen machen? Oh ja, ernsthafte. Ehrlich? Ich dachte, ich wäre wieder okay. Und dennoch sind Sie hier. Was ist passiert? Haben die Sunnies erst nach einer Woche auf Ihren Notruf reagiert? Sie sind kein besonders netter Arzt, oder? Und Sie sind ziemlich unfähig in dem, was Sie tun. Aber Sie kennen mich doch gar nicht. Ich weiß, dass man Sie feuern wird. Deswegen die neue Brille, deswegen die blitzweißen Zähne. Sie holen das Maximum aus Ihrer Krankenversicherung raus. Ich kündige vielleicht. Wenn Sie das wollten, hätten Sie das letzte Woche schon gewusst, als Ihr Rotz noch gelb war. Sie werden gefeuert. Ich mag nicht, wenn man mir sagt, was ich tun soll. Ende der Woche könnte ich für Sie einen Ganzkörperscan anmelden. Danke. Was ist jetzt? Level 4. Nein, ich weiß, was Sie meinen. Wir warten. Mein Hals tut weh. Sagten Sie schon. Wie lange warten wir? Genau 2 Minuten weniger als vor 2 Minuten. Hi. Hi, ich bin Dr. Cuddy. Freut mich, Sie kennenzulernen. Dr. Cuddy, danke für die Konsultation. Er hat's offenbar im Rachen. Sagen Sie Er hat eine Rachenentzündung. Aber klar doch. Der Mann hat das mir schon gesagt, dass es weh tut. Wieso bin ich nicht gleich auf eine Entzündung gekommen? Ich war in einem Meeting. Die Patienten gehen vor, finde ich. Sie würden keine Pastillen verschreiben, wenn die Wirksamkeit fraglich ist. Sie haben mich mal gefragt, warum ich dachte, ich hätte immer recht. Und ich finde, Sie haben recht. Zumindest denke ich, dass Sie recht haben. Aber sicher kann ich nicht sein. Hey, ich bin auch da. Gehen Sie nach Hause und trinken Sie einen heißen Tee. Ein exzellenter Rat. Na, wie geht's? Gut. Prima. Mir geht's auch gut. Ich kann heute eine Stunde früher Feierabend machen und wissen Sie wieso? Weil ich meiner Chefin in den Arsch gekrochen bin. Kennen Sie das? Ich glaube, sie hat ja gesagt, weil sie dieses Verhalten unbedingt unterstützen will. Ich soll noch anderen in den Arsch kriechen, zum Beispiel Ihnen. Was wäre Ihnen lieber? Ein Arzt, der Ihnen die Hand hält, während Sie sterben, oder einer, der Sie ignoriert, während Sie gesund werden? Ganz besonders ätzend wäre natürlich ein Arzt, der Sie ignoriert, während Sie sterben. Ich sollte jetzt gehen. Glauben Sie, es wird von allein rauskommen? Hä? Es ist was Größeres. Größer als ein Brotkorb. Es wird von allein rauskommen. Bei Kleinkram ist es kein Problem. Es wird schön weich verpackt und dann macht's plopp. Bei größeren Sachen reißt man sich was ein und da hört medizinisch gesprochen der Spaß auf. Woher wussten Sie das? Sie warten hier schon eine halbe Stunde und haben sich nicht hingesetzt. Sie haben mir nicht gesagt, was es ist. Das sagt mir, dass es was Peinliches ist. Auf dem Arm haben Sie ein Vögelchen tätowiert. Das sagt mir, dass Sie eine hohe Peinlichkeitstoleranz haben. Deswegen tippe ich nicht auf Hämorrhoiden. Ich bin seit 20 Jahren Arzt. Sie können mich nicht überraschen. Es ist ein MP3-Player.
Ist es wegen der Größe oder der Form? Oder ist es wegen der Woman denn besser? Und was machen wir jetzt? Ich werde warten. Auf was?